Guten Abend, das Thema heute ist vegan. Also, warum bin ich vegan und was bedeutet dieses Wort vegan? Und ich versuche, dieses Wort zu erklären. Also, vegan bedeutet, wenn man kein Tierprodukte isst oder ja, zum Beispiel Eier, Milchprodukte, Fleisch, Käse und so weiter. Und ich bin vegan geworden, weil ich, also meine Gesundheit war nicht so gut. Und vor 2 Jahren, ich habe mit einem Freund von mir gesprochen und er war vegan und er ist noch vegan. Und er hat mir gesagt, deine Gesundheit ist nicht gut, weil du nicht vegan bist. Aber ich konnte nicht vegan werden und ich wollte nicht. Und meine Gesundheit war nicht so gut. Und ich habe mit einem Arzt gesprochen und er hat mir gesagt, du musst also mehr Gemüse essen, Avocado essen und nicht so viel Fleisch. Und ein Jahr später habe ich auch viele Videos auf YouTube gesehen und viele Bücher gelesen. Also, und ich habe ein bisschen von diese Tiere Grausamkeit gelesen und das war schrecklich und ja, ich bin vegan geworden, also für die Tiere, also ich bin gegen diese Grausamkeit und ich will auch gesunde, also und meine Gesundheit ist besser geworden. Ich bin seit einem Jahr, fast 2 Jahre, nein, seit einem Jahr vegan und ich esse besser, ich esse jeden Tag Gemüse und kein Fleisch natürlich und ich trinke Sojamilch und ich esse viel, meine Gesundheit ist besser und ja, es ist auch sehr gut für die Umwelt. Wir haben zu viele Tiere auf der Welt. Warum? Weil wir diese Tiere verkaufen wollen und essen wollen und also wir verkaufen diese, bringen diese Tiere um und dann verkaufen werden wir sie diese Tiere verkaufen und das ist ein bisschen traurig für mich. Diese Tiere haben Krankheiten und sie sind so traurig. Und sie haben Hunger, sie haben Durst und wir geben ihnen also Essen, aber das Essen ist nicht gut. Wir bringen sie um und ja, ihr Leben ist sehr schlecht und sehr kurz. Und ja, das ist sehr traurig für mich. Und viele Leute wissen das. Viele, viele Leute mögen die Tiere. Aber für viele Leute, ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Also es gibt einen Unterschied zwischen Fleisch und Tieren. Für mich, es gibt keinen Unterschied. Fleisch bedeutet Tieren. Aber wenn man Fleisch kauft, wenn man Fleisch kauft, dann man denkt nicht von Tieren. Denkt man von Fleisch. Aber woher kommt Fleisch? Fleisch kommt natürlich aus Tieren. Von Tieren. Ja. Und wenn man sieht, also woher dieser Fleisch kommt, dann kann man besser verstehen, also warum viele Leute vegan sind. Und es ist schrecklich. Also, es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Gesundheit, deine Gesundheit. Und auch den Tieren zu helfen. Also, wenn wir weniger Tiere essen, dann werden sie, also diese Geschäfte, weniger Tiere verkaufen und ja, und weniger Tiere werden umgebracht und so weiter. Also vegan ist gesund und ist gut. Man kann auch also schlechtes Essen, wenn man vegan ist. Aber ich glaube, man muss versuchen,
Also gesund zu essen und also ja, die Umwelt zu helfen und den Tieren. Vielen Dank, ich habe dieses Video gemacht und ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe versucht, schneller zu sprechen und ja, was denkt ihr davon? Ich glaube, viele Leute heutzutage sind vegan und es gibt schönes, kann man schönes veganes Essen heutzutage finden. Und es gibt viele Restaurants, die vegan sind und die veganes Essen verkaufen. Und ja, es ist sehr schön, heutzutage vegan zu sein. Und es wird immer einfacher, vegan zu sein. Und kann man zum Beispiel Käse ohne Milch finden oder kann man Fleisch finden, aber das ist kein Fleisch, das kommt aus Soja und kann man also viel essen. Ich habe heute Abend chinesisches Essen gegessen und das war vegan. Und ja, ich glaube, es ist gut, vegan zu sein und ja, vielen Dank. Was denkt ihr davon?